Heute dreht sich bei uns alles um die Ringelblume, die Calendula. Die soll ein sehr gutes Heilmittel sein, unter anderem bei spröden Lippen, rissiger Haut, bei schlecht heilenden Wunden oder unter anderem auch Sonnenbrandlindern. Deswegen möchte ich die Salbe eigentlich herstellen. Ich merke immer mehr, oder ich habe noch nie richtig gut Sonne vertragen, entwickelt seit letztem Jahr eigentlich auch schon fast so allergische Reaktionen auf Sonne, kann aber nicht immer gerade auch bei langen Drehtagen die Sonne vermeiden. Deswegen hoffe ich, dass diese Ringelblumensalbe mir sehr gut über den Sommer helfen wird. Und wie die Salbe geht, das zeige ich euch jetzt. Die schlimmste Arbeit ist hier, die ganzen kleinen Tierchen zu finden. Aber ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt alle. So. Die Ringelblumen werden ein bisschen zerkleinert noch. Ja, und im Vorfeld penibelst auf Tierchen untersucht. Wenn ihr die Ringelblumen frisch vom Pflanzenhändler bekommt, haben sich zum Glück auch nicht oder hoffentlich auch nicht so viele angesiedelt. So, in der Zwischenzeit habe ich schon mal 200 Milliliter Olivenöl erhitzt. Dazu kommt jetzt noch 50 Gramm Kakaobutter. Viele Ringelblumensalbenrezepte sind ja mit Schweineschmalz. Darauf verzichten wir selbstsprechend. Wir wollen uns ja nicht mit einer Bratwurst einschmieren. So, die Ringelblumen kommen dazu. Ihr hört, das blubbert jetzt ein bisschen. Das ist genau die richtige Temperatur. Die sollen aber nur ganz kurz aufkochen. Und dann kommt das Ganze eigentlich vom Herd runter zum Abkühlen. Und ich lasse das auch über Nacht ziehen. Das heißt, wir machen dann morgen früh weiter. Dann sage ich gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen. Jetzt haben wir leider keine Salbe, sondern das sieht eher aus wie ein Ringelblumenöl. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Es ist von eigentlich sehr angenehm. Aber ich creme mich sowieso nach dem Duschen nicht mit Bodylotion ein, sondern mit Kokosfett. Deswegen bin ich die Konsistenz eigentlich schon gewöhnt. Es ist so ähnlich wie, ich habe mir nach meiner letzten Hand-OP mal dieses Massageöl gekauft und für meine Narbe, um das, ja, um die Narbe zu behandeln. Dementsprechend finde ich die Konsistenz eigentlich in Ordnung. Wer von euch dann auch lieber ein Ringelblumenöl haben möchte, könnte jetzt an dieser Stelle einfach schon die Ringelblumen rausfiltern und das Öl abfüllen. Aber ich möchte jetzt mal noch versuchen, dass es trotzdem eine Salbe wird. Dementsprechend füge ich einfach noch mal etwas Kakaobutter dazu. Ich würde jetzt mal sagen, noch mal 100 Gramm ungefähr, sodass es, also für das Öl wären es dann die 50 Gramm, die wir schon hatten. Ich versuche es dann jetzt mal mit 150 Gramm, deswegen erwärme ich das Ganze jetzt nochmal. Beziehungsweise, wenn ihr das Ganze einen Tag stehen lasst, müsstet ihr wahrscheinlich zum Abfüllen, wenn es schon eine feste Salbe wäre, das Ganze sowieso nochmal erwärmen, damit ihr die Ringelblumen rausfiltern könnt und überhaupt abfüllen könnt. Die Kakaobutter ist jetzt aufgelöst. Ich kann jetzt also das Ganze in ein Glas füllen. Besser wäre natürlich ein dunkles Glas. Ich brauche drei Hände. Aber ich werde es einfach dunkel aufbewahren und so, erste Glas gefüllt.
Ja, ob das hier jetzt noch fest wird, kann ich natürlich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Falls es flüssig bleiben sollte, ist es für mich persönlich vollkommen okay. Ich verwende gerne Öle und ein Ringelblumenöl ist auch in Ordnung. Ja, falls es nicht fest werden sollte und ihr möchtet lieber eine richtige Ringelblumensalbe haben, dann könnt ihr natürlich experimentieren, ob es mit weniger Olivenöl besser klappt oder ihr noch mehr Kakaobutter nehmt. Shea-Butter könnte man zum Beispiel nehmen oder auch Bienenwachs, um die Konsistenz hinzubekommen. Aber da ich auf Bienenprodukte verzichte, kommt bei mir halt kein Bienenwachs ins Spiel. Viele der Rezepte, die ich gefunden habe, basieren alle auf Schweineschmalz. Das kommt noch weniger in Frage als Bienenwachs. Man könnte natürlich noch Vaseline nehmen, um die Salbenkonsistenz hinzubekommen, aber das basiert ja auf Mineralöl, das heißt, es kommt für mich auch nicht in Frage. Dementsprechend ja, ist es für mich jetzt ein Ringelblumenöl oder aber es wird noch zu einer Salbe. Beides für mich in Ordnung. Die Ringelblume hat auf jeden Fall ganz, ganz viele wundervolle Heilstoffe in sich und dementsprechend, egal ob Öl oder Salbe, lohnt sich das nachzumachen. Noch ein kurzes PS hinterher. Es ist nämlich tatsächlich fest geworden. Es ist kein Öl geblieben, sondern wirklich eine feste Salbe geworden. Dementsprechend hätte das Rezept wohl so, wie wir es eingeblendet haben, auch gereicht. Ich hätte wahrscheinlich nicht mehr so viel Kakaobutter zufügen müssen, aber es riecht jetzt richtig genial.